Hallo meine Lieben, heute eine Klartext-Folge, das heißt wir sprechen klar und präzise über ein Thema ohne Schnickschnack, ohne Fehlerfanz. Heute ist das Thema unsere Werte. Kannst du mir einen deiner Werte nennen? Nein? Du kennst keine? Werte sind zum Beispiel Freiheit, Abenteuer, Liebe, Sexualität, Offenheit, Ehrlichkeit, Fleiß, Ordnung. Und so weiter und so fort. Das alles sind Werte. Ich habe euch über 50 Werte in die Beschreibung geschrieben. Wie findet ihr euren Wert heraus und warum ist er so wichtig? Wenn ihr bis jetzt nicht bewusst gemeinsam mit euren Werten euer Leben gelebt habt, dann gibt es vielleicht Situationen in eurem Leben, die euch einfach unglücklich machen und ihr wisst nicht warum. Ja? Und da könnte es ein möglicher Punkt sein, dass jemand oder irgendeine Situation gegen eines eurer Werte verstößt, was euch sehr wichtig ist. Dieser Wert ist euch so wichtig, dass es euch unglücklich macht. Und wenn ihr es das nicht mal wisst, ja, dann ist es schade, weil dann seid ihr nicht im Bewusstsein dessen, was mit euch passiert. Ja, deswegen gibt es den ersten Punkt, ihr wisst, was gerade mit euch passiert. Und der zweite Punkt ist, ob man was dagegen tut. Ist nochmal eine andere Geschichte, aber ihr wisst zumindest, hey, da verstößt gerade jemand mit seiner Handlung, mit dem, was er tut, gegen meine Werte oder einen meiner Werte. Wie findet ihr eure Werte heraus? Also, ihr habt die Werte, die in der Beschreibung stehen, schreibt euch die auf und dann denkt an Situationen in eurem Leben, die euch glücklich gemacht haben oder unglücklich gemacht haben. Angespannt, ängstlich, mutig. Denkt an diese Situationen und gebt den Werten, die ihr dort stehen habt, immer ein Strich. Und der Wert, der am meisten vorkommt in diesen ganzen Situationen, der euch am glücklichsten gemacht hat oder wo er mit Füßen getreten worden ist und euch unglücklich gemacht hat, ist der Wert, der für euch wichtig ist. Und dann bekommt ihr ein Ranking und habt ihr vielleicht 5 Werte, die da herausstechen und dann wisst ihr, okay, das sind meine Werte. Ja? Und verwechselt Werte nicht mit Zielen, oder mit Regeln, Werte begleiten euch das ganze Leben lang. Und verwechselt auch nicht eure Werte mit den Werten eurer Eltern, eurer Freunde, der Gesellschaft. Weil da ist die Gefahr, dass man nicht in sich selber hineinhorcht und dann guckt, was die anderen von uns erwarten und nicht das, was wir selber wollen. Deshalb geht in euch hinein und fühlt, spürt, was euch wichtig ist. So, ihr habt also die 5 Kernwerte herausgefunden. Und jetzt liegt die Entscheidung bei euch, wenn es Menschen gibt, Situationen gibt in eurem Leben, die Grenzen übertreten, wo diese Werte mit Füßen getreten werden, ob ihr das weiter zulasst. Das heißt, wenn ihr eine Partnerin oder Partner habt, der gerne auf der Couch sind und ihr seid der Abenteuer, der gerne rausgeht und etwas unternimmt, dann wird das auf Dauer nicht gut gehen. Ja, weil die Werte, ihr habt 2 Werte, die euch vielleicht sehr wichtig sind, die gegeneinander kollidieren. Wenn ihr auf der Arbeit euer Wert die Zuverlässigkeit ist und euer Arbeitskollege immer unzuverlässig ist, immer zu spät kommt, immer Termine nicht einhält oder halt Sachen nicht vollständig abgibt, dann wird das euch auf Dauer unglücklich machen. Ja? Und deshalb müsst ihr für euch einstehen und schauen, hey, das sind meine Werte, das sind meine Grenzen, weil natürlich kann man nicht immer und ständig nach seinen Werten leben. Habt da keine Scheu, dass es mal auch schlechtere Tage gibt. Niemand ist perfekt und deshalb solltet ihr euch da nicht klein machen, wenn es nicht immer danach nach euren Werten geht. Aber es ist wichtig, dass diese Werte nicht mit Füßen getreten werden. Und da müsst ihr für euch einstehen. Ja? Ihr müsst wirklich Grenzen setzen. Ja, ich weiß, wie schwierig das ist. Familie, Freunde, Arbeitskollegen. Das ist nicht immer einfach, den Riegel davor zu schieben. Aber wenn ihr das nicht tut, dann habt ihr zumindest die Gewissheit, warum ihr unglücklich seid, warum ihr euch nicht wohlfühlt und lebt zumindest mit diesem Bewusstsein. Wenn ihr Hilfe braucht, um eure Werte herauszufinden, wenn ihr Hilfe braucht, eure Werte durchzusetzen, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich unterstütze euch liebend gerne, eure Werte herauszufinden und für euch, mit euch, diese Werte in eurem Leben umzusetzen
und für sie einzustehen. Das ist das Allerwichtigste. Ich hoffe, ich habe euch die Grundlage der Persönlichkeit, eurer Persönlichkeit, der Persönlichkeitsentwicklung ein bisschen näher bringen können, warum die Werte für uns wirklich, wirklich wichtig sind. Geht daran, bleibt dran, versucht sie herauszufinden, steht für sie ein, damit ihr am Ende glücklich sein könnt. Ja? Bis dahin wünsche ich euch eine tolle nächste Woche. Bleibt glücklich, bleibt zufrieden. Denkt dran, wir haben nur ein Leben. Also macht was draus. Steht für eure Werte an. Gemeinsam schaffen wir das. Und wenn ihr da Hilfe braucht, könnt ihr euch jederzeit bei mir melden. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Liebe. Tschüssi.